So, ich bin heute in Burg Farnbach und hier werde ich gleich meine Tour entlang der Zernrundbahn starten. Alle Stationen der Zernrundbahn, so schnell es geht. Ja, auch das gehört zu diesem Hobby dazu. Burg Farnbach ist jetzt nicht so schöne Station, aber es hat einen Grund, warum ich heute die Tour starte. Zunächst einmal die Zernrundbahn ist die RB 12, die fährt zwischen Fürth Hauptbahnhof und Markt Erlbach und fährt bis Siegelsdorf mit den anderen Zügen hier auf der Strecke Nürnberg-Würzburg, wo auch mal noch eine Doku zu kommen wird. Und wir erinnern uns an die Regeln. Wir müssen an jedem Bahnhof mit dem Zug ein- oder aussteigen und dürfen nicht im selben Zug ein- und aussteigen. Aber wir müssen ja nicht die RB 12 immer benutzen. Das heißt, auf diesem Stück können wir natürlich auch die S6 und den RE10 benutzen. Und das mache ich jetzt eben. Ich fahre jetzt mit der Zernrundbahn eine Station bis unter Fürberg, steige dann da in die S6, fahre bis Fürth Hauptbahnhof und dort ein sehr knapper Umstieg zum RE10 nach Siegelsdorf. So, 13:18 angekommen in Siegelsdorf. Das war wirklich sehr knapp. Ich bin meinem ganzen Leben noch nie 6 Stufen auf einmal runtergesprungen, bis auf vorhin am Fürther Hauptbahnhof, um diesen RE10 noch zu erwischen. So. Von Siegelsdorf bin ich dann zu Fuß nach Rheindorf gelaufen. Nun, hier steht: Änderung der Gleise bleiben aus betrieblichen Gründen vorbehalten. Nun sind wir natürlich an einem großen Bahnhof mit vielen Gleisen. Schauen wir mal, auf welchem Gleis unser Zug fährt. Auf Gleis 1. Schön, wir stehen richtig. Ich bin jetzt durch Langenzenn bis Laubendorf durchgefahren, was einfach den Grund hat, dass die nächste Haltestelle Wilhelmsdorf der Kreuzungsbahnhof ist, also wo sich die beiden Züge begegnen und man hier also gleich den nächsten Zug nach Fürth zurücknehmen kann, wie eben an der alten Feste vor 3 Tagen ich es auch schon gemacht habe und jetzt eben dann im nächsten Zug zurück nach Langenzenn fahre und von dort aus Langenzenn-Harthof laufe. Den Zug, den ich gleich nehmen werde, fährt sogar bis Nürnberg durch. Vereinzelte Leistungen der Zernrundbahn fahren eben nach Fürth weiter in Richtung Nürnberg, allerdings nicht alle. Und eigentlich gehört der Abschnitt Fürth-Nürnberg nicht zur Zernrundbahn. Was hier mir vorhin bei der Hinfahrt schon aufgefallen ist, ist der große Abstand zwischen dem Empfangsgebäude und dem verbliebenen Bahnsteig. Ich hatte Langenzenn nämlich immer als Kreuzungsbahnhof in Erinnerung und ich habe gerade mal geschaut, auf alten Bildern gab es hier tatsächlich mal 2 Gleise. Und hier verlief eins das zweite Gleis, man sieht hier sogar noch die alte Bahnsteigkante. Man kann gut erahnen, wo hier eins das zweite Gleis verlief. So, für mich geht es jetzt zu Fuß nach Harthof. Jetzt in Harthof und hier ist die große Frage, hält der Zug hier in diesem Bereich oder hält der Zug dort hinten hinter dem Bahnübergang? Denn vorhin hat der Zug dort hinten gehalten, aber eigentlich ist der Bahnsteig ja auch hier.
Die beiden haben mich auch gerade gefragt, wo der Zug hält. Ich habe ihnen jetzt mal gesagt, stellen Sie sich da hinten hin. Ich werde mich dann auch dahinter begeben, wenn der Zug kommt. Ja, es löst Verwirrung scheinbar auch aus bei Leuten hier. So, das Rätsels Lösung. Richtung Siegelsdorf halten die Züge hier. Richtung Markt Erlbach halten die Züge dort. Nun, so, ich bin jetzt in Adelsdorf, werde jetzt in Adelsdorf eine knappe Stunde warten, mit demselben Zug dann zurückfahren nach Wilhelmsdorf, denn Wilhelmsdorf ist ja die Zugbegegnung, da treffen sich ja die beiden Züge. Das heißt, ich kann ganz entspannt von dem Fürther bzw. Nürnberger rüber in den Markt Erlbacher und nun denkt man sich, ja, hier, eine knappe Stunde warten, es geht ja nach Uhr. Nein, es ist tatsächlich die effizienteste Möglichkeit, es zu machen, eben wegen diesem schnellen Umstieg in Wilhelmsdorf. So, und jetzt dürfen meine Zuschauer gerne mitraten, wie viele dieser, mir fällt der Fachbegriff gerade nicht ein, beziehungsweise ich weiß ihn nicht, wie viele dieser weißen Punkte, welche die weiße Linie antäuschen, sich an so einem typischen Bahnsteig befinden. 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3. 41, 42, 43, 44, 45, 46 und 447. Hier fahren Busse nach Oberdachstetten, Endhaltestelle und Bad Windsheim. Also dieses Endhaltestelle habe ich schon öfters gehört. Es scheint ein Ort mit einer sehr guten Anbindung zu sein. Das ist das Musikvideo von Luna, was richtig geil gemacht ist. In Prag gedreht wurde tatsächlich, wie man an den Bahnen auch erkannt hat. Ich bin jetzt in Eschenbach, werde jetzt hier wieder warten auf denselben Zug. Der mich jetzt nach Wilmersdorf Mitte gebracht hat, dieser Zug. Der andere Zug wird in etwa 5 Minuten schon zurückkommen. Das heißt, hier ist es wie in Laubendorf. Hier muss ich nicht lange warten. Ich bin schon wieder in Eschenbach, wo ich vor 20 Minuten erst eingestiegen bin. Jetzt aber in andere Richtung unterwegs. Da fühlt man sich manchmal ein bisschen komisch. Angekommen in Markt Erlbach, schaue ich jetzt ein bisschen diesem Zug beim Rangieren zu. Ich habe heute für alle Stationen insgesamt 4 Stunden und 47 Minuten gebraucht, also unter 5 Stunden. Und jo, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder zurückfahren. Und das Zurückfahren ist immer bei so einem Endbahnhof wieder so ein, wie so ein Abspann, wo alle Stationen nochmal an einem vorbeiziehen.